So, warum müssen das immer fliegende Einheiten sein? Warum muss es immer fliegende Einheiten sein? So knapp. Wenn ich jetzt irgendwie schaffe. Warum müssen jetzt fliegende Einheiten sein? So, sie muss jetzt das einkassieren. Jetzt muss sie erstmal darüber kommen. 36, 44. Axtkämpfer, ne. So. Tja, gute Frage, ne? Wie machen wir das? Habt ihr alle Fernkampfwaffen? Hat ihr irgendjemand Fernkampfwaffen? Silberschwert. Das heißt, solange ich hier eigentlich immer nur stehe, hatte ich gerne erledigt. Kann mein Hauptcharakter ja relativ sicher sein. Und jetzt zum Massenangriff. So. Schaden macht ihr mir 15, cool. Da bitte mich, ja, cool. Boah. Keke des. Ich weiß jetzt, hat sie nicht gesagt. War, wenn ich in Naka hätte, ne? Und ich hätte sie hier in einer dieser Wälder, ne? Aber das wird ja auch nichts bringen. Obwohl eigentlich doch. Ich müsste meine ganzen anderen Stäbe hier haben. Also meine Teleportstäbe oder was ich nicht alles. Viel besser ja gerade. Also was ich ja machen kann, ist ja einfach warten, würde ich sagen. Ich kann eigentlich nur warten, würde ich sagen. Du machst wieder ihn ja. Anders wüsste ich jetzt ja gerade nicht. Problem ist ja, wenn immer mehr Gegner kommen. Ich kann ihn nicht schneller erledigen, als hier welche kommen, habe ich so Gefühl. Wenn ich gut, dass die FD mal daneben trifft.
So. Ich habe Bündnisaufladung davon. Ich habe so für ich gar keine Bündnisaufladung. Oh mein Gott. Das Feuer bringt überhaupt nichts, weil die einfach darüber fliegen waren. Ah, ich habe das Donnerschwert ausgerüstet gegen die. Da kriegt Bündnisdinger. So, jetzt muss ich mal. So, ich erreiche den nicht. Boah. So. Madeleine, wir bauen nicht hier, leider. Also nicht leider, aber. So, ich muss hier ein bisschen was anderes mal machen. Glaube ich. Aber komme ich gar nicht dazu gerade. Nein. Komm, Mann. Okay. Irgendwie nicht auf ihn losgehen, ne? Ja, er wird ihn, ne, wird ihn neben den treffen. Mach ihn gar keinen Schaden. Wir setzen hier wieder aus. Ich würde gerne sehen, wie viel bei den anderen abzieht. Ich glaube, der überlebt hat. Nein, zwei. So, ich bräuchte Rettung und so was alles, ne? So, mach dich mal platt. Richtig erledigt? Nee, ne. Warte mal. Kann ich das einfach machen? Wenn ich den mache und wenn ich mit ihr verbinde, ne? Dann wirst du mich eigentlich nicht treffen können, ne? Ja, ich dachte, ich habe mehr ausweichen. Ach, das wäre so gut, ne? Ich müsste sie hier reinpacken in den Wald, dann könnte sie oder da unten links in den Wald, dann könnte sie die Leute alle ablenken. So, wenn ich Bündnis mache. Mit Erika haben wir ja schon hier den Dings freigeschaltet, das Windschwert, ne? Wird das sogar treffen. Wenn er treffen würde. Oh. So gut war gerade, aber mal. Ja. Okay. Boah, treff. Danke. Okay.
Sagen wir mal den hier. Müssen die Leute hier alle heilen. Da gibt gute Erfahrungspunkte. Ja, wenn ich jetzt dich noch erledigt kriegen würde, ne? Was ich nicht kriege. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ich könnte ihn ja versuchen. Ey. So, Madeleine, ich brauche dich, ganz ehrlich. Das ist gerade super nervig hier. Bitte triff. Danke. Ich weiß gar nicht, ob das reicht. Ich glaube ja, ne? Bin mir aber nicht sicher. Ja. Der neue fliegenden Einheiten, die nervige hier sind gerade. Dann müssen wir den hier versuchen. Trifft sie sogar. Oh, okay, wenigstens sehr weg. Oh, langsam, aber sicher, glaube ich, wird das besser. Oh. Oh. Oh ja, sind eine Menge Gegner, die wir gerade ehrlich bekommen haben. Okay, da sind gar nicht so viele Gegner gerade. Ah, da kommen sie natürlich doch. Boah. Madeleine. Okay, eine Runde werden wir ja wohl noch so aushalten. Ne? Da müsste ich den eigentlich erreichen können. Ja, aber der schafft noch hier einen Verstärkungstrupp hier rauszuballern. Na gut, hier sind nur Schwertkämpfer und so, ne? Und ich habe da wieder ja voll. Sag mal bloß, ich werde das nicht aktiviert. So. Ich möchte eigentlich nur aus eurer Reichweite gehen. Oh, auf der Platte, mehr Crit. So, irgendwann werde ich den ja wohl erreichen kriegen, ne? Sie wird ja wohl den Angriff von Celica überleben, falls sie sich entscheidet, sich dahin zu teleportieren, ne? So, ab, weg, nördlich, egal.
Oh Gott. Das ist nicht mal schwierig, ne? Das ist einfach nur nervtötend hier alles. Will ich schon fast sagen. Ja, dich kann ich hier packen. Oder auch nicht. Warum nicht? So, 31% Chance, mich zu treffen. Hat hier irgendjemand was gegen Drachen? Ich habe hier nichts gegen Drachen gerade dabei. Aber so weiter ist eigentlich in Ordnung so. Ich lock einfach alle hier auf ihn. Er wird halt überleben. Ne? Ne? Falls nicht, dann hier einmal noch hoch ein. Dann im nächsten Zug werde ich hoffentlich mit Madeleine ja den einen Typ erreichen können, ne? Los, komm her. Ja, kommt ja auf mich los. Schön. Blöden Kombo-Schläge, ey. Ich hasse es. Die Gegner halt machen. Gott, der macht mir sogar Schaden. Oh ja. Sehr gut platziert gerade. Was hat ihr? Nicht aufgepasst hat der jetzt war ja da, wer ich erreicht hat nicht, ich erreicht hat nicht, ne? Ah, mein Gott. Und hat gibt's nicht, Mann. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Oh, um ein Feld? Hat da irgendjemand was zum Schieben oder so? Irgendjemand hat da irgendwie was hier so zum Verschieben oder so, ne? Komm. Ja, sie hat Rochade, glaube ich, ne? Aber folgendermaßen. So, geht auf den los. So, meine Frage ist jetzt, wenn ich hier reingehe, kriege ich den noch nicht mal down. Den Bowdau wahrscheinlich. Ja, noch nicht mal damit. Das mit der Treffsicherheit, das geht irgendwie nicht. Ja, das geht einfach nicht, man. Kann man nur so überhaupt nicht treffen. Okay.
Ah. Das könnte sehr gut sein, aber er hat jetzt ausweichen 0. Von daher bringt das gerade nichts. Okay, du. Ich habe dir eine Eisenhand gegeben, mit der du gut treffen kannst. Du musst es eigentlich treffen. Oder Alkus macht dann einfach. So, ah, das ist ein Treffer. Treffer genau, ich kann nicht gern sehe. 98%. So. Gut, auf ihn bitte. Ja, wir kommen näher ran. Wir kommen näher ran. Sowieso nicht rum, von daher. Nein. Okay. Ah, wir kommen näher. Da müssen wir noch mit einer Welle von Gegnern ja abrechnen, die keine fliegenden Einheiten sind. Und das wird ja wohl, wird es ja wohl bringen, oder? Blöd ist er jetzt ja, ne? Sollte er nicht, er macht mehr Schaden damit? Ich weiß es nicht. Wenn er daneben haut, ne? Ja klar, warum nicht? Genau, Zwillingsangriff machen. Ja, ich glaube, er ist tot. Außer er geht auf meinen Klon los. Ja, macht er auch. Die Kai ist doof. Er hat locker jetzt Gregory erledigen können. So. Das ist eine sehr ungemütliche Situation. 31. Sich jetzt alle erledigt kriegen hier. So. Der, ich muss ich erledigen. Ich muss ich erledigen. So, keine fliegenden Einheiten mehr. So, sie wird ja wohl nicht verrecken, ne? Hier sind noch ein paar Klone, die gehen bestimmt auf die los, ne? Habe ich jedenfalls. Den ja. Oh, selbst wenn da nur einer ausweicht, ne? Das ist sehr frustrierend, sich anzuschauen. Die Frage ist jetzt natürlich, ne? Geht der auf? Ich nur wüsste, wie die Gegner immer ticken würden, ne? So, du tust mal hier alles absperren.
Also interessant, ne? Auf wen gehen sie los? Gehen sie jetzt auf die Klone? Gehen sie auf ihn los? Die doppeln ihn, cool, 36. Kann ich hier so runter? Fast. Also was machen wir? Muss so viele Gegner wie möglich erledigen, ist okay. Ich hoffe, die gehen eher auf die Leute los, ne? Weil wenn nicht, dann haben wir ja ein Problem. Axtkämpfer geht aber auf uns los. Hier sind so viele Sachen, die schief laufen gehen, ne? Die schief laufen könnten. Mein Gott. Das gefällt mir nicht. Insgeheim wünsche ich mir natürlich, dass die auf den Dings losgehen, ja, auf den, auf die Klone, ja, bitte. Okay, die können gar nicht auf die Klone los. Verdammt. Nee, ich glaube, diesen Zug kann ich abschreiben. Ach mein Gott, ey. Mach genauso viel Schaden wie. Mir schon wieder darauf angewiesen, was die KI macht. Ich hasse es. Voll darauf angewiesen, was die KI jetzt macht. Oh, dann lass mal sehen. Oh, passiert. Ich hätte Angst, den Fall auf ihn rausgegangen. Okay, ist gut. Er hätte nur ein AP. So, jetzt haben wir keinen mehr. So, was machen die jetzt? Weil die brechen können. Okay. Das ist jetzt nicht der erste, auf den ich losgegangen wäre. Oh, oh. Oh. Bitte kriege ich nicht. Danke. Aber wir überleben das. Aber ja, wir überleben das. Ich verdache irgendwas. So, jetzt müssen wir nur noch hier. Oh nee, sag mir jetzt nicht.
Sag mir nicht, die können jetzt auch noch Leute beschwören. Teleport, oh nein. Oh Gott, ich bereite mich hier gerade vor, auf die Phrase zu bekommen. Ich weiß genau, was die jetzt machen. Die teleportieren jetzt diese Leute hier hin, ne? Das heißt, jeder, der... Wie soll ich denn das überleben? Aber wie weit können die mich teleportieren? Reichweite 1. 5 Felder, okay. Das muss eigentlich nur darauf achten, wenn er jetzt hier ist, ne, kann sich nur 2 bewegen, ne, das heißt, deren Reichweite erhöht sich eigentlich nur um 2, ne, das heißt, solange ich hier so rüber bin, ist eigentlich alles okay. Cool, cool. Hey. Komm, Mann. So, ich habe so das Gefühl, ich brauche deine Multi-Eilung. Deswegen komm mal her. Boah, ich muss dir echt irgendwie bessere Waffen geben. Das geht so nicht. Hey, mehr Figur, was sie nicht braucht, weil einfach nur weil sie oder Tragnähl. Aber oh, bitte treff den. Okay. Genau, voll lahm, wie der Tragnähl hier aussieht. Du hast voll die riesige Schwertwelle auf die Gegner geschossen in Radiant Dawn. War sowieso geht sogar Tenshu irgendwie. Jetzt hat irgendwie so eine kleine Explosion. Er ist auch voll lahm. Okay. Du überlebst das schon wieder. Cool. Wie sieht es hier mit aus? Oh mein Gott. So, ich muss jetzt irgendwie darauf hoffen, dass du triffst. Wie hat hier ausschaut, ne? Okay. Ich dich hier mit kaputt. Ich habe wirklich die Magier tun jetzt nicht noch Verstärkungstruppen rufen, ne? Da war ein bisschen übel. Aber ich nehme an, die teleportieren gleich hier die Leute hier auf uns, ne? Das wäre jetzt meine Vermutung jedenfalls. Ja. Oh mein Gott. Ich gebe ihn extra so schwache Zauber und der kriegt noch nicht mal. So. Nehmen Sie die Kriegerlanze. Nee. Wow, die Kriegerlanze in dem Spiel sind echt nicht gut, Mann. Waffen meine ich. Aber ich nehme an, das ist so ja ausreichend dafür, dass die unendlich mal benutzen kannst, ne? So. Na, lass mich raten. Ja. Das waren nicht 2 Felder. Ich bin mir ziemlich sicher, es waren nicht 2 Felder.
cool. So, ne, der kann aber Multi ein gleich. Na, ist gut. Die Dinger sind eigentlich schon nicht so stark, wenn ich mich irre, ne? Die war aber stärker. Ja, ich bin im Wald. Was macht er jetzt? Aua. Ja, Gott. Ich will ihn direkt mit Ike voll viel Erfahrungspunkte sammeln. Das war auch nicht schlecht, ne? So, jetzt muss ich eigentlich Yunaka da reinpacken. Sie können dann die Leute die ganze Zeit auf Trab halten. Obwohl, die werden die ganze Zeit mit... Jetzt kommt sie natürlich. Cool, jetzt... Boah, jetzt kann ich mich noch weniger bewegen. So, ich sehe auch, wie viel Schaden sie macht. Cool, 49 Schaden. Ich bin tot, wenn sie mich trifft. Das ist auch nicht schlecht, ne? 30 Schaden. So, waren die nicht mal schwächer? Ja, warum gehe ich eigentlich überhaupt darunter, wenn die sowieso schon wieder auf... Kann ich mal ein Boss da einfach stehen bleiben und warten und chillen? Muss ich ja schon wieder auf 5 Sachen auf einmal hier mich kümmern, ne? Okay. Boah, wenn ich mit dem Wodau kritten würde, dann würde der nicht sterben. Willst du so doof sein? Ich kann mich jetzt ja kaum bewegen, ne? So, hat Nell. Nell hat ihre Multi-Heilung. Sehr gut. Das Blöde ist, einige Charaktere können wörtlich nicht in Reichweite bleiben, weil wir uns kaputt haut. So. Das finde ich irgendwie nicht so dolle gerade. Oh, cool. Der Coin hat sich irgendwie voll verfangen mit ihm. Nicht mal so, er hat Coin noch, das heißt, er kann sie da festhalten. 39 Schaden, sie ist mehr oder weniger tot. So gut, dass ich da oben rechts sehe, wie viel Schaden ich abkomme. Ja, mich kotzt hat schon wieder an, dass ich mit ihm wortwörtlich nicht da reingehen kann. Also was hier, ich mach da jetzt einfach, okay. Wird leider nicht reichen, selbst wenn er noch mal krittet. Wir können mal viel besser trainieren, ne? Aber wegen der Zusammenstellung dieses Kapitels ist das schon wieder nicht so gut. So, oh, jetzt kann sie sich weiter bewegen. So. Wärst du so doof sein? Werdet ihr beiden so doof sein? Yeah.
jetzt alles mehr oder weniger hier aufsetzen. Dass die auf die Klone losgehen. Mal wieder. So, du kannst getroffen werden. Du kannst getroffen werden, aber überlebst. Du triffst nicht. Du triffst auch nicht. Hm. So, du machst so gut wie gar keinen Schaden. Vielleicht muss ich mal Kaya noch nicht einsetzen. Alquist ist auch nicht. Hm. Hätte das weniger Schmerzen vermeiden können. So, hängt natürlich jetzt wieder alles davon ab, was Celica macht, ne? Mal gucken. Ich scheine die Doppelgänger zu priorisieren, ne? Wir hatten schon öfter irgendwie die Möglichkeit, hier jemanden zu töten, aber sind eher auf die Klonen losgegangen, ne? Von daher, guck mal. Was hat hier passiert? 0%. Jotta. Oh, oh. Cool. So, jetzt ignoriert er einfach hier meine. Darf ich mal auf Celica losgehen, ne? Okay, cool. Ich hätte da mal kurz eine Multi-Heilung, wenn es geht. Oder ich kann auch den hier erstmal machen. Den hier wird ja überleben, ne? Ich kann aufsparen. Da. 100% wieder. So, jetzt geht's auch los. Sie geht auf. Jetzt geht sie auf den Klon los. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ich nehme an, die Klone sind gerade verschwunden, als Madeleine draufgegangen ist. Ne? So, jetzt muss ich sie mit Dings erreichen. Mit Corinne. Ich weiß ja nicht, ob sie sich jetzt hier in den Zug irgendwie teleportieren kann oder nicht. Ne? Aber ich weiß auch gar nicht, ob ich treffen muss. Blitz. So. So, sieht Schild jetzt mal hier. Das heißt, wir kümmern uns um die Leute hier. Oder auch nicht. Kann ich mich jetzt drei bewegen? Ja, ne? Kann mich jetzt drei bewegen, ne? Ja, 1, 2, 3. Weißt du? Elfendonner, achten. Ah, warten wir erstmal. Kann ich nicht erleben. So, ein Crit wäre nicht schlecht. Okay, weißt du was? Den können wir Rosado geben. Sagen, dem ist ja wohl treffen können, ne?
Ich mal Level up. So. Wie sieht es denn hier so aus? 10. Oh, wir sind sogar überleben, locker. Ich werde sowieso heilen, ja, nach diesem Zug hier mit Mikaya. Da ist er, kann ruhig runtergehen auf. Was weiß ich jetzt nicht. Na, 123. Wenn ich dich hier rein platziere, wirst du von nichts getroffen. Ich werde mal den hier. So. Ich soll auch überleben? Ja, ne? Weiß nicht. Was Schaden macht ihr? Ah, er doppelt mich, cool. Okay, 18 mal 1, 2, nein. Aber ich nehme ja ein weniger Schaden hier, ne? Nehme ich auch alle erreichen? Nee, ne? Geld. So, 1, 2. Aber die werden mich ja nicht alle erreichen. 2 von denen werden mich nur erreichen können. Tun wir hier schon mal ein bisschen hier bearbeiten. Das Problem ist, ich weiß jetzt nicht, ob sie sich direkt teleportieren kann wieder, ne? Weil wenn nicht, dann, wenn ja, dann ist das ja alles vollkommen Zeitverschwendung, weil sie dann jeden wieder erledigen kann mit einem Schlag. Aber ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ich helfe von hier aus, von ganz weit entfernt. Ah. Ah, guck mal, passiert, ne? Wenn sie sich jetzt teleportieren kann, war ja alles umsonst. Oh, das ist nicht gut. Der kann sich wahrscheinlich jeden zweiten Zug hier teleportieren, ne? So wie Lin damals. Wir haben Bogen. Wenn nicht, dann muss ich sie halt erledigen. Gott.
Ah, verdammter Dreck, ey. Boah. Ja, knapp. Das Problem mit Tab weiß ich auch gar nicht, warum ich Celestia da eben platziert habe. Ich hätte eigentlich nur Dings da lassen können. Was ich mache, ich mache den ja. Für den Fall, dass wir sie erledigen müssen, so schnell wie möglich, muss ich schon mal bearbeiten. Ja. Ja, du kannst mich hier erreichen, ja. Na, zeig mal, was du drauf hast. Dün, 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 dün. So, jetzt müssen wir aber überleben. Gibt's natürlich noch Geld von dem einen Typen, der die ganze Zeit die Gegner beschwört, aber geht ja wohl nicht, ne? Also wir schaffen es die ganze Zeit noch, Celica ein bisschen hinzuhalten. Gehst du aber tatsächlich eher auf ihn los, anstatt auf Hinaka. Ja, Mann. Hinaka werden die nicht treffen können. Naja. Na ja, guck mal, ja. Alter. Alter. Was hat denn für ein Assassin-Move? Wenn ich dann richtig anstellen, kriege ich den Typen nur erledigt unten, glaube ich. Ja, geht, ihr habt nichts mehr, ne? So, tust du dich immer noch teleportieren? So, einmal wieder stehen bleiben. Oh oh. 85%. Okay, bleib trotzdem stehen, alles klar. Das war's, was ich wissen wollte. Was ich machen könnte, ist ihn ja. Dann mache ich einfach ihn ja. So, haben wir den auch erledigt. Kriegt zwar so gut wie nichts auf Erfahrungspunkten, aber warum nicht, ne? Bin nicht fertig. Ich habe für jeden Auftrag eine Waffe. Hey, selbst der Stern, habe ich gerade gemerkt, die Farbe geändert. Der Stern ist schwarz. Okay, warte mal, warum habe ich jetzt Geld bekommen? Warum habe ich jetzt Geld bekommen? Rosado, das. Da müssen wir mal was gegen machen, ihr Kollege. So ein Crit, der war jetzt gut.
Die Situation da auf der linken Seite finde ich irgendwie voll lustig gerade. Oh mein Gott, tut doch mal jemand was gegen den Typen hier. Er kommt direkt auf mich zu. Ja, alles klar, wir kümmern uns. Ah, oh, das ist jetzt nicht wahr. Mann. Dich, wodurch ich mich heile. Aha, fast. So, dabei ist natürlich alles umsonst. Wenn sie jetzt wieder teleportieren kann, ne? Das ist immer so eine Sache, ne? Gucken, was hier abläuft. Okay. Sonst wird mir halt später oben rechts sagen, ne? So wie vorher, nehme ich an. Oh mein Gott, halt ihn auf, bevor er uns hier alle umbringt. Ich kann mich nicht bewegen. Ah ja, stimmt, er kann angreifen. Ja, ich bin gedacht. Mach doch mal einer was gegen den. Oh mein Gott. Warte mal. Der große Ete mit der. Ich habe Ingram auch verstärkt. Ey, ich nehme mehr Schaden durch den Combo-Angriff als durch den. Also voll dämlich. So kann ich mich hier hoch, ey. So. Oh mein Gott! Deutsch. Bin mal gespannt. Ah. Absolute Verwüstung. Ja, hier werden keine Gefangene genommen. Oh, jetzt kann sie sich teleportieren. Aber. Wird da zu viel Schaden machen? Okay. Oh, dann kann sie sich auch nicht. Dann kann sie halt auch nicht einsetzen. 18, 44. Also solange ich eigentlich mit jedem Charakter ja voller AP bin. Außer mit Alchris, glaube ich. 44 auch. Oh, oh. 33. Ich müsste sie wahrscheinlich in dem Zug erledigen. Gibt's nicht. Ah. Ah, 20, 19, 28. Warte mal, kann sie sich? Ja. Ich nehme an, sie geht auf Alchris. Einfach am meisten Schaden macht oder auf irgendjemanden, den sie töten kann.
Ich heilen. Jetzt ist der Erfahrungspunkt, die brauche ich. Ich sage eigentlich nur den Zug jetzt hier überleben, ne? Niemand sterben, ne? Ich habe sie geschwächt. Ich mache gar nicht mehr so viel Schaden. Meine auf der Gegnerseite diese Fähigkeit zu haben ist übel. Ich weiß, da bringt nichts, aber. Ja, gucken, was sie macht. Ja, geht auf Alchrist. Überlebt mit einer B. Ja. Wie ist es mal auf der anderen Seite zu stehen? So, du machst mal wieder stehen. Boom. Hör endlich auf mit der Farmerei. Da ist auch noch einer. Ich will mich auch noch darum kümmern, hallo? Tanzen. Ja. Ah, du hast eine Elfenwind. Sag das doch. So, sie müssen wir jetzt erledigen. Das ist ja kein Problem, ne? Boom. Ah. Boom. Na, was ich hier mache jetzt? Aber nicht hier hin. Ich mache dich kaputt mit ihm. Oh hey. Aber macht Schaden. Wow, ehrlich. So, haben einen Level mit ihm bekommen. Meiner Meinung nach der schwerst zu trainierendste Charakter. Normalerweise sind Beifahrtritter richtig gut. Ich weiß nicht, was hier passiert ist. So.
Dann mache ich Folgendes. Erstmal sie. Du kümmerst dich hier um sie, ja. Ah, jetzt hat sie noch ein Ding. Starke Verteidigung, sehr gut. Ein bisschen. Und du tanzt mal von uns eine Runde. Wie man einmal nur ein Ärmel im Hintergrund sieht. Ging man auf Level 30 her. Da geht noch mehr, Mann. So. Das ist mein Rat eben. Ja, kann man machen. Erstmal sie noch ein bisschen schwächen, ne? Plus ein, ach so, weil sie sich selber Schaden macht, ne? Hier Dingen, ne? Boah, jeder kann sie erledigen, sehe ich gerade. Gott, jeder kann sie ja fertig machen. Okay, wir haben ja noch alle Charaktere, ne? 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, der war auch gut. Gott. Hey. Einfach ausgewichen. Ich weiß gar nicht, wie das geht in dem Spiel. So. Den einfach. Und dann haben wir dich mit unseren Hauptcharakter weg, würde ich sagen, ne? Einfach nur, weil ich den Dialog und so sehen will. Obwohl, ich kann auch mit jemand anderen eigentlich den Kill holen, ne? Einfach nur in Dialog sehen. Meine Stärke in mein Donnerschwert, um dich kaputt zu hauen. Boah, Level 19, Mann. So, wen gebe ich denn den Kill? Ich würde sagen Alquist, ne? Er ist noch Level 10. Da ist der einzige noch auf Level 10, ne? Also bis auf meine DLC-Charaktere. Na komm. Der kleine Lord in hier. Mach du sie fertig. Mach sie platt. Oh, gerade ich erst meinen zweiten Angriff. Okay, cool. Alles klar. Abgeschlossen. 19 Züge. Also ungefähr 2,5 Stunden. Ich muss ja irgendwie was vorher rausschneiden, weil verloren gegangen ist. Okay, das war. Gut. War definitiv nerviger als mit Roy. Okay,
今度はあなたの優しさが必要になるわ。もう誰も悲しまなくていい。争いのない世界をあなたたちが築き上げるの。私にそんなことができるでしょうか。道は遠く険しいと思うけど、必ずできると信じているわ。セリカにそう言われたら成し遂げるしかありませんね。 Cool. Jetzt kann ich Celica endlich auf Level 20 bringen. Oder über Level 10. Max Band fest freigeschaltet. Okay, cool. So, jetzt bin ich mir aber gar nicht sicher, was wir als nächstes machen. Nach diesem Kapitel, ob wir jetzt, ich glaube, wir machen erst wieder mindestens ein DLC-Quest noch, ne? Weil wir sind, die nächste Story-Quest ist vorgegeben für Level 14, wenn ich mich nicht irre. Und ich glaube, meine meisten Charaktere sind nur alle so Level 13 oder so, ne? Von daher muss ich, glaube ich, die DLC machen, ne? Ja, Level 12. Also ja, Wanda ist aber Wanda. Aber sonst sind alle so Level 13. Ich meine, die nächste Story-Quest ist Level 14 vorgegeben, ne? Hier hast du meine Tricks aus Fire Emblem Echos gefunden. Aber ja klar, irgendwie so ein komischer Gimmick-Kampf irgendwie kommt. Fire Emblem Echos hat einige sehr krasse, bescheuerte Sachen. Da ist man nicht von einem Kapitel zum anderen gerannt. Man ist irgendwie mehr so auf so eine, also eine Weltkarte herumgelaufen, ne? Und da gab es halt verschiedene Bereiche auf der Weltkarte und auf jedem Bereich fand sozusagen ein Kampf statt. Die waren alle sehr komisch. Es gab, glaube ich, sogar irgendwie ein Kapitel, da war nur ein Gegner, gegen den man kämpfen musste. Da war nur ein einziger Gegner auf der Karte und da war ein Magier auf einem einsamen Schiff. Man denkt natürlich erst so, okay, das ist irgendwie merkwürdig, ne? Dann ist irgendwie, weil nicht, nachdem ein Kampf gestartet hat, sind um den Leute aufgetaucht, so wie in diesem Kapitel, der die ganze Zeit beschworen hat. Also das Ziel war es, den einen Magier, der die ganze Zeit die Verbündeten gerufen hat, hier zu erledigen. Und das war noch relativ am Anfang des Spiels, so also, da hat man nicht so Killer Sachen wie hier und so. Wir reden hier vor allem im 2, da hat man nicht irgendwie so Bandfragmente, Emblemenringe und was weiß ich nicht alles, ne? Die Oldschool Fire Emblem Spiel müsst ihr euch eigentlich so vorstellen, ne? Sind genauso drauf wie die hier, nur halt ohne so spezielle Fähigkeiten, ohne Emblemringe und was weiß ich nicht alles. Ihr müsst euch eine ganze Sache, ganze Ecke Sachen wegdenken, dann habt ihr Oldschool Fire Emblem Spiele. Und ja, dann gab es irgendwie, weil nicht, eines der ersten Kapitel war irgendwie, man musste gegen so einen Haufen Söldner kämpfen. Und irgendwie ein Söldner, die ganzen Söldner, gegen die man gekämpft hat, waren eigentlich relativ normal stark. So was man irgendwie erwartet hat von dem Level, auf dem man sich zu dem Zeitpunkt befunden hat, ne? Aber dann war da so ein Söldner in den Bergen, der langsam irgendwie die Berge runtergeklettert gekommen ist. Und der irgendwie, weil er nicht 5, 6 Level irgendwie höher war als jeder andere. Und einfach vollkommen irre stark war. Das war eins der ersten Kapitel. Ich glaube, war so einer, also nicht Kapitel, einer der ersten drei Kämpfe oder so. Vollkommen gestört, ey. Also ja, bei meinem Echos war schon irgendwie, weil nicht, warum ist das? Oh, ein Spiel ist gerade voll am Legen. Oh, warum ist das Spiel am Legen? Ich würde sagen, klang es gerade irgendwie sehr komisch. So, da ist noch was. Das ist noch ein Tierchen. Südwildkatze. Meins. 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 Meins.
Da gab es ja nicht irgendwie so, gab es ja nicht irgendwie ein Flamingo oder habe ich den gerade eingesammelt? Mit der mir auch blau angezeigt. Ich glaube, auf dem Bildschirm war irgendwie blau angezeigt, ne? Vorhin so, bevor ich in die Schlacht reingegangen bin. Ich habe mich so irgendwie mein Echos vertieft. So, ich muss mal kurz auf die Weltkarte gucken. Und so gucken, was so das Level ist, was mir jetzt ja empfohlen wird. Nein. So. So. Da ist eine Nebenquest. Das ist die Quest für Marv. Und nein. Das sind alles für. Ja, die sind Level 14 empfohlen. Das heißt, ich muss wahrscheinlich beim nächsten Mal eins der DLC-Quests noch weiterspielen. Wir haben ja schon die Charaktere gesehen, die wir bekommen, ne? Aber ja. Ich glaube, da wird ein bisschen einfacher, wenn wir die erstmal machen, ne? Einfach nur so. Weil irgendwas sagt mir, wir sind noch nicht richtig gelevelt für die Story Quests. Kommt natürlich auch, wir haben eine Menge dazwischen gemacht, ne? Ja, vielleicht sind wir doch irgendwie gewappnet, aber ich habe so das Gefühl, meine DLC-Charaktere müssen hier noch hochgelevelt werden oder so. Ich weiß es nicht. Die DLC-Quests, die werden ja auch schwieriger, weil die sich an meinen Level anpassen. Von daher sollte ich die vielleicht auch relativ schnell machen, ne? So, wir haben einige Unterstützungsgespräche. Ich habe so das Gefühl, meine DLC-Charaktere bekommen relativ schnell Unterstützungsgespräche, weil wir die wahrscheinlich zu spät bekommen. War nicht bald, weil ich gerade erst bekommen. Nee, da war Mavier und ich weiß nicht. Dann haben wir hier was Neues. Mein Gespräch müssen wir auch noch gucken, genau. So, ihr beiden Mädels. マデリン、元気にしている？こちらの世界には慣れたかしら？はい。最初は不安もありましたが、戦果も上げ、それなりにやれています。よかった。でも、あまり頑張りすぎてはいけないわよ。 あなたはいつも無理をするから心配なの。よしよし。この世界に来てまで子供扱いはやめていただきたい。ご心配なく、無理はしていないつもりです。まあ、私がうるさく言わなくても、他のみんなが見てくれているわね。ありがたいことです。ここにいる方は皆、新参者の私を気にかけてくださって。 そのお気遣いに見合った働きをせねばと日々身の引き締まる思いです。あら、そんな堅苦しいこと言って、まるでモーブみたい。ごめんなさい、つい。いえ、今のは今日疲れただけのこと。言動が多少似たのはそうかもしれません。彼は私の師匠でもありますから。 Mavier kommt einfach so aus dem Swimmingpool im Hintergrund rausgeschossen. So, habe ich da gerade meinen Namen gehört? Steigt wie so ein Delfin raus. In voller Rüstung. そうなのですか？兄弟ならいざ知らず、親子とは。もっと思い出話に花を咲かせたいところですが、もうすぐ鍛錬の時間です。また機会を改めて。それでは失礼。 Okay. So. Da wird ein sehr angenehmes Gespräch, nehme ich an, ne? Zwischen den beiden. Na, Fahr-sama, honjitsumo ohigara no oku. Senjo no mattadanaka de nakereba, kono mama hirune demo shitai kurai da. Gesenu na. なぜこうも毎回貴様は我のそばにいる。そりゃまあ神竜様にも深いお考えがあるんだろうさ。俺をあんたのお目付け役にしたいとか。貴様ごときが我のお目付け役だと。あんたの力は抜きんでて強いが、その力を過信して勢い任せに暴走しがちだからな。 俺のように知的で冷静な男がそばにいれば釣り合いが取れるって寸法だ。
Wir sind jetzt beste Freunde, nicht wahr? So läuft das, oder? Soziale Interaktion. So, cool. Also wie gesagt, ich mache jetzt hier immer die Arena-Kämpfe offscreen. So, ach ja, den Brunnen muss ich mal nachschauen. Zeig mal her. Ja, ich habe all den Adligen hier Celicas Klamotten gegeben. Falls mich eine von denen weckt, ja, passiert nie. Nell und Rafael können übrigens auch diese Klamotten alle tragen. Das war übrigens sehr blöde Ausbeute. Nell und Rafael können auch hier diese Lord-Klamotten tragen. Weil hier so die ganzen Fire Emblem-Hauptcharakter-Klamotten, die können ja nur hier von meinen Adligen hier getragen werden. Ja, so Diamant und Alchrist, Timera. Weil die Charaktere, die story-relevanten Charaktere. Warum ist eigentlich immer noch dunkel? Was nicht gerade auch noch dunkel? Ahnung. Gut, ja, das heißt eigentlich, ne, Bandgespräche wollte ich noch machen. Gucken wir uns die mal an, wenn wir schon mal hier sind. Im Somniel, wo wir so selten hinkommen. Da habe ich mit einigen Leuten aber Bandgespräche hier, die ich gar nicht benutzt hatte. Da konnte ich ja nicht ahnen, dass ich hier nur so 12, dass ich hier nur 10 Charaktere mitschleppen konnte. Ah, vorbereitet habe ich sie trotzdem. Weil warum denn nicht, ne? So, lass mich mal gucken. So, mit Bucheron haben wir. Wenn ich ihn finden würde, hier. Haben wir mal Marv trainieren lassen. So, Pandreo habe ich mir jetzt Celica trainieren lassen auf Level 10. Jetzt können wir ja schon weitergehen. Finde ich gut. Ich kann mir meine Fähigkeiten anschauen. Ich vergesse halt immer jedes Mal. War der finale Boss in Echos nicht Gott? Also der Gott von dem Spiel, ich weiß nicht. Ich kenne nur ein Lied vom finalen Kampf. War eines der besten überhaupt. Eines der besten finalen Kampfthemen, wenn nicht sogar das Beste, meiner Meinung nach. Twilight of the Gods hieß das, glaube ich. Ne? Sehr gut. Habe ich mir jetzt Celestia trainieren lassen. Auf B. Ich werde auch nie jemanden mehr verlieren.
Oh, warte mal, ich bin tot. Ja, der ist schon irgendwie merkwürdig. Lin habe ich mit Madeline trainieren lassen. Also da ist die Kombination, die ich auch gerade hatte. Lin beim letzten Mal genau. Wollte sich um Insekt kümmern. Aber wenn man die so eins nach dem anderen so anschauen würde, ob die richtig so verbunden sind. Ich meine, die sind sowieso immer alle verbunden, so Supportgespräche und so, ne? Aber weil nicht so. Muss mal gucken. Normalerweise gibt es auch immer Videos von den Charakteren, den Supports und vor allem dem Spielen. Im Sinne von Gregory, Fire Emblem Engage oder Fire Emblem Engage, Gregory, all Support Conversations. Gibt es eigentlich bei jedem Fire Emblem. Lädt irgendwie jemand alle Support-Konversationen von dem Charakter hoch oder so. Nell und Mika. Ich weiß auch gar nicht, was genau so passiert ist nach Radiant Dawn. Das ist storymäßig. Ich kann mich nur erinnern, dass man gegen so einen Gott gekämpft hat, diese Göttin Ashera. Und der Vogel, den Mikaya hatte, war irgendwie auch irgendwie so ein irgendwie mit einer anderen Göttin irgendwie verbunden und die hat sich irgendwie mit Mikaya zusammengetan und dann wurde sie irgendwie eine Göttin irgendwie sowas. Ich weiß auch gar nicht mehr. Alchrist, mein Gott. Lucina. Von daher. Okay. So, dann habe ich Corin mit warum ich die? Ich nehme an, die waren schon nah genug ran, ne? Mit Saphir. Corin und Saphir. Ich verstehe, aber spielt das hier alles nach den Ereignissen von deren Spielen? Sind die alle tot oder ich verstehe das nicht? Ich meine, sie Gott ist sowieso tot, aber. Ja, ich verstehe nicht. Wurde das irgendwie so erklärt? Ich weiß das nicht. So, Anna haben wir mit Corin trainieren lassen. Angeblich mögen es einige Leute nicht, dass Anna ein spielbarer Charakter ist seit den letzten Fire Emblem Spielen, weil sie mehr oder weniger so eine Art Maskottchen Charakter war früher in den anderen Spielen, so ein geheimer Charakter, den man irgendwie mal so in geheimen Shops oder so trifft. Muss noch mal sehen, keine Ahnung. So, dann haben wir Rafael und Beilef. Ich finde dann eigentlich nicht schlecht, dass Anna spielbar ist. Ich mag Anna vom Design her und so. Also jede Version von Anna. Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht.
Und ich würde gerne zuschauen, wie jemand es ist. Ist für mich. So. Na. Boom. Und da war's. Gut. Dann haben wir eigentlich laut meinen Notizen nur noch die Nebenquests von Marv und was auch immer die andere Nebenquest ist. Ich würde jetzt einfach mal raten, das ist eine Nebenquest für meinen Hauptcharakter und sein Emblem. Aber so wie ich da verstehe, können die Charaktere schon irgendwie, ja, mit Anna habe ich ja schon A-Support. Ja, sie kann auch schon Level 20, ne? Von daher 15 AP. Und daher weiß ich nicht, ob da was zu tun hat. Vielleicht kriegen wir da auch noch einen Charakter. Aber ich habe ja schon mal nachgeguckt damals, ne? Und also damals, mit der letzten Aufnahme, glaube ich. Aber ich glaube, ich habe schon alle Hauptcharaktere, alle Spielbankcharaktere. Boah, Entschuldigung. Von daher weiß ich nicht. Aber ich bin mir ziemlich sicher, beim nächsten Mal machen wir einen DLC-Quest, ne? Was wahrscheinlich das von Chrom sein wird, ne? Es gibt ja noch zwei, die wir machen können. Einmal von Chrom und einmal von Veronica. Ne, Veronica? Veronica, ne? Ich weiß es nicht. Ja, ne? Also die von Heroes. Also ich weiß, wer das ist, aber der Name fällt mir. Ich nehme an, es war Veronica. Und ja. Ich wollte nachgucken, was Seneca jetzt noch drauf hat, so. Nach ihrem Aufleveln. So. Starkes Band, heilige Haltung, Ragnarök. Alles klar. Magie plus 5. Diese Dinge aber immer zu lernen, ist immer so kostspielig, ne? Das ist irgendwie das Einzige, was mich irgendwie stört. Man, du kriegst irgendwie nie genug Punkte, um die ganzen Dinger zu holen, irgendwie. Und einige von denen sind richtig kostspielig, so. Du wirst irgendwie mal Glück haben, wenn du mit einem Charakter so irgendwie so 2000 FP oder so hast, ne? Aber einige kosten im Schnitt so 2000. Ich meine, man kann sowieso nur zwei von den ausrüsten. Von daher ist es jetzt wahrscheinlich auch nicht gedacht, dass man jetzt hier alle lernt, aber mein Gott, das ist schon so ein bisschen. Ja, weiß ich nicht. Irgendwann setze ich mich mal ein und gebe mal hier, spendiere mal für jeden hier eine Menge, ne? Aber gut. Erst einmal würde ich sagen, das war's für diese Folge. Wie sieht das Level von den Charakteren hier aus? Gut, ne? Meine DLC-Charaktere haben schon aufgeholt. Rafael und Nell sind schon höher gelevelt als Yunaka. Wenig schlecht. Die beiden müssen jetzt noch ein bisschen nachholen. Aber so Level 26 ist ja, glaube ich, auch schon unterlevelt, ne? Weil wir haben ja Veil bekommen und sie ist uns mit Level 35 beigetreten. Also nehme ich mal an, das Spiel ist irgendwie gedacht, hat sich irgendwie gedacht, so Level 35 sollten die schon sein. Also keine Ahnung, wie das hier abläuft. Aber gut, ja. Beim nächsten Mal sehen wir uns in der DLC-Quest wieder, ne? Ich weiß nicht, was mich da erwartet. Mal schauen. Ich meine, ich weiß generell nicht, was mich in dem Spiel erwartet, aber werden wir ja sehen, ne? Ich nehme an, es wird sehr schwierig, weil die DLC-Quests sind meistens sehr happig. Deswegen sollte ich mal gucken, ob ich mich gut vorbereiten kann, ne? Gut. In dem Sinne sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, hinterlasst bitte ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Das würde mich voll freuen. Und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss. Das war unangenehm.